das war mein innerer Draki. Das habt ihr nicht gesehen. Tja, wenn ich Feuer speie, dann liegt das daran, dass ich gerade Firelight von Sophie Jordan gelesen habe. Worum geht's? Es geht um Jacinda, die mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zusammen in einem kleinen geheimen Dorf leben. Geheim, weil Jacinda ist eine Draki. Das heißt, der Nachkomme eines Drachen. Und diese Drachen, die Draki, haben bestimmte Fähigkeiten und müssen im Verborgenen leben, weil es diese Enkros gibt, die nach ihrem Blut und ihren Knochen, ihrer Haut lechzen. Und dann gibt es natürlich noch die Jäger, die für die Enkros arbeiten und immer Jagd auf die Drachen, die Draki machen. Deshalb ist es auch hochgefährlich, als Jacinda von Jägern entdeckt wird, als sie gerade fliegt. Nur mit Mühe kann sie entkommen, denn einer der Jäger stellt sie, treibt sie in die Enge, aber lässt sie dann fliehen. So ist das große Geheimnis der Draki, nämlich, dass sie menschliche Gestalt annehmen können, zwar noch gesichert, aber es läuft nicht mehr besonders gut für Jacinda in ihrem Pack, in ihrem Rudel. Denn natürlich sehen alle darin eine Gefahr. Und um sie zu schützen, nimmt ihre Mutter Jacinda und ihre Schwester in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit und sie fliehen aus dem Draki-Dorf und verstecken sich in der Menschenwelt. Jacindas Schwester und ihre Mutter fühlen sich in der Menschenwelt dann ziemlich wohl, denn Jacindas Schwester selber kann sich gar nicht mehr in ihre Draki-Gestalt verwandeln und die Mutter zieht es eher vor, ein Mensch zu bleiben. Jacinda aber selber tut sich sehr, sehr schwer in dieser Menschenwelt, denn sie muss plötzlich ein ganz normales Leben führen, zur Highschool gehen und in einer brütenden Hitze klarkommen, obwohl sie eigentlich eher die Kühle und die frische Natur des Waldes mag. Sie leidet ziemlich darunter, dass sie ihre wahre Natur verbergen muss und hat auch Angst, dass ihr innerer Draki in dieser Draki-feindlichen Umgebung der Menschenwelt langsam verkümmert. Sie schöpft eigentlich erst wieder Hoffnung, als sie auf Will trifft. Denn Will kitzelt ihren inneren Draki immer wieder und lässt sie eigentlich ein paar Mal die Kontrolle verlieren, sodass sie fast ihr Geheimnis aufdeckt. Aber auf jeden Fall ist er in dieser Menschenwelt der einzige Anhaltspunkt, der sie noch an ihrer Draki-Identität festhalten lässt. Das Problem ist nur, Will ist ein Jäger. Und nicht irgendeiner, sondern der, der sie damals hat entkommen lassen. Das weiß er natürlich nicht, aber ihr ist das sehr wohl bewusst. Und deswegen ist ihr eigentlich klar, dass sie sich von ihm fernhalten sollte. Doch weil er ihre innere Draki-Gestalt immer wieder herauskitzelt, fühlt sie sich eigentlich sehr wohl bei ihm. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Die beiden verlieben sich ineinander. Puh, komplizierte Inhaltsbeschreibung. Und ich gebe zu, wenn man den Inhalt von Firelight hört, dann denkt man, ach Gott, schon wieder so ein x-beliebiges Jugend-Fantasy-Buch, das nach dem gleichen Schema aufgebaut ist und überhaupt nichts Neues bietet. Aber ich muss sagen, ich war total positiv überrascht von Firelight. Denn zum einen hat mich erstmal abgeschreckt, dass diese Geschichte so 0815 ist. Wieder die verbotene Liebe, Mädchen verliebt sich in Typen, der eigentlich gefährlich für sie ist und sie sollte sich von ihm fernhalten. Dann kommt noch hinzu, dass ich dieses Gestaltwandler-Thema an sich eigentlich ziemlich schwierig finde. Ich finde schon Werwölfe, Werpanther, was auch immer, kann man sich schlecht hineinversetzen. Aber wenn man jetzt überlegt, dass man das gleiche auch noch mit Drachen hat, was ja nochmal eine Stufe abgedrehter ist, dann habe ich echt am Anfang gefürchtet, dass das nichts für mich ist. Aber ich muss sagen, dass Sophie Jordan ihre Firelight-Trilogie, oder ist das eine Reihe, ich weiß es gar nicht genau, sehr gut geplant hat und man kann es wunderbar weglesen. Ich habe das Buch verschlungen. Ich glaube, so schnell habe ich in letzter Zeit überhaupt gar kein Buch mehr beendet gehabt wie dieses hier. Denn ihr Schreibstil ist sehr angenehm. Er ist nicht so gewollt, betont, jugendlich und hip, sondern lässt sich sehr gut weglesen. Hinzu kommt, dass dieses ganze Thema der Draki, ihre Entstehungsgeschichte, ihre Verhalten, ihre ganzen typischen Muster sehr gut dargestellt werden. Und auch Jacindas innerer Konflikt, dass sie Will auf der einen Seite mag und auf der anderen Seite genau weiß, dass sie sich von ihm fernhalten muss, da er nur ein Jäger ist, das wird sehr gut dargestellt. Wirklich das Einzige, was mich dann doch ein kleines bisschen gestört hat, weshalb ich nur 4 von 5 Sternen vergeben habe, ist dieses obligatorische, ständige Hin und Her. Also, wie erwähnt, Jacinda verliebt sich in Will, aber weiß, sie muss eigentlich von ihm wegbleiben. Und das wird dann natürlich in dem Buch zum Erbrechen ausgeschlachtet. Dieses, ich liebe ihn nicht. Würde man sich das bildlich vorstellen, wäre das ungefähr so.
Nun ja, anders als in vielen anderen Jugendbüchern ist dieser innere Zwiespalt wenigstens logisch und wird auch gut erklärt, sodass man vielleicht darüber hinwegsehen kann. Insgesamt war ich, wie gesagt, sehr positiv überrascht von Firelight und ich freue mich schon sehr auf den zweiten Band, der ja jetzt schon erschienen ist. Und für alle, die gerne Fantasy und Liebesgeschichten lesen, die auch nicht unbedingt das Rad neu erfunden haben wollen, aber dennoch eine Geschichte, die sie unterhalten kann, kann ich das Buch nur empfehlen. Ich selber fand es richtig gut. 4 von 5 Sternen, finde ich, ist eine sehr gute Bewertung eigentlich. Und immer dran denken, Leute, pst, bewahrt das Geheimnis der Drakis und... Tja, was gibt's noch zu sagen? Am Mittwoch der Vlog, da werde ich dann endlich mal meine Buchverlosung auflösen. Wer bis dahin noch nicht mitgemacht hat, ihr habt noch ein paar Tage Zeit, macht es ganz schnell. Sonst wird es immer knapper. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine restliche gute Woche. Macht's gut.